Nach dem Busunglück auf Madeira vom Mittwoch sind 11 der Unfallopfer aus dem Krankenhaus entlassen worden. 16 weitere Personen würden weiter behandelt. Ihr Zustand sei aber stabil und verbessere sich. Das teilte ein Krankenhaussprecher am Freitag mit. Vor einem Rücktransport nach Deutschland müsse aber eine weitere Verbesserung eintreten. Zwei der Patienten befinden sich auf einer Intensivstation. Wir arbeiten jetzt mit dem medizinischen Personal zusammen, das gestern eingetroffen ist, und müssen noch entscheiden, wer schon fliegen darf. Danach wird dann der Einsatz eines Flugzeuges geplant. Bevor die Absprachen mit den deutschen Medizinern nicht beendet sind, können wir nicht sagen, wann das Flugzeug eintreffen wird, so Dr. Miguel Reich. Am Donnerstag hatte Bundesaußenminister Heiko Maas die portugiesische Insel im Atlantik erreicht, zusammen mit einem Team aus Ärzten, Psychologen und diplomatischem Personal. Bei dem Busunfall waren am Mittwoch insgesamt 29 deutsche Touristen ums Leben gekommen. Portugals Generalstaatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren zur Ursache eingeleitet.